Hi Freunde, willkommen retour. Wir haben ja eine richtig anstrengende Phase im Herbst gerade vor uns. Das heißt, wir steigen jetzt in einer englischen Woche ein und bekommen es jetzt mit dem AS Monaco auswärts zu tun. Also schwieriger Gegner, auf jeden Fall unangenehm. Wir werden ein bisschen rotieren. Die Aufstellung habe ich soweit im letzten Part ja eigentlich schon gemacht. Was mir nun nicht ganz so gut gefällt, wo ich noch tätig werden möchte, ist, dass wir keinen zentralen Mittelfeldspieler auf der Bank haben. Das heißt theoretisch Alexandre, wobei ich schon wieder vergessen habe, die New Gen Faces zu laden. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den unbedingt, ob mir der reicht, um ehrlich zu sein, oder ob ich die da nicht vielleicht noch irgendwen anderen mitnehmen sollte. Mikelis wäre die defensivere Variante, den kannst du halt durchaus bringen im zentralen Mittelfeld auch. Aber wir bekommen es doch mit einem sehr, sehr starken Gegner zu tun. Guendouzi, wie schaut es da aus? Guendouzi würde eigentlich ganz gut gehen. Dann lasse ich den Rodier da. Dann haben wir eh quasi für beide Außenverteidigerpositionen wenn dabei. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mit diesem Personal hier an. Das heißt, Arezzo nehme ich momentan noch nicht mit. Den werden wir jetzt langsam und behutsam aufbauen. Und legen jetzt mal mit diesem Kader sechs Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel los. AS Monaco natürlich immer unangenehm. Ich meine, die sieht man hier, haben schon einen ganz guten Kader. Kevin Volland finde ich cool, dass er noch immer dort ist. Zirkzee haben sie, Arriola im Tor. Orellana, unseren ehemaligen Spieler, haben sie auf der Bank. Und Nkunku haben sie auch. Die können schon was. Und scheinbar haben wir das letzte Spiel gegen sie verloren. Kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Hier sehen wir, wie sie auflaufen. Also Volland auf rechts. Zwei New Gens als Innenverteidiger. Keine Ahnung, wer die sind. Und wir legen los. Via Libre geht gleich früh drauf und Ballgewinn. Den wir aber sofort wieder verschenken. Toll von Cuisance. Naja. So, zweite Minute. Areola mit dem Abstoß. Bailly holt ihn sich. Bergwijn hat ein bisschen Platz. Cuisance, Maolida. Da haben wir Maolida wieder. Gut, der öffnende Pass links raus auf Emerson. Und da ist Maolida, 13. Saisontor, dritte Minute, damit das 1:0 für unsere Mannschaft. Was für ein Start! Damit kann man natürlich super zufrieden sein und darauf kann man natürlich auch gut aufbauen. Wir sehen hier den sehr, sehr wichtigen Pass von Cousins links raus. Emerson mit einem guten Antritt und ja, es ist wieder mal Maolida, es ist wieder mal ein Kopfball von ihm. Es ist unfassbar, dass die Gegner das einfach nicht verteidigt bekommen. Egal welches Team. Und direkt darauf der Ausgleich. Und wie weit steht Montes weg vom Gegenspieler? Vierte Minute. Unten steht kein guter Beginn für Nizza. Naja. Hier sehen wir, dass Montes ihn einfach komplett aus den Augen verliert. Also geht klar auf seine Kappe das Ding. Jetzt kommt die nächste Chance. Was ist denn das für ein Beginn hier? Emerson auf Maolida. Emerson auf Maolida. Via Libre. Gegenpressing. Hammer, sehr gut. Und schon wieder auf Emerson. Läuft viel über links heute bei uns. Und da gibt es den Freistoß. Aus dem scheinbar nichts wird. Okay. Eigentlich gedacht, das wird jetzt die Szene, die wir sehen, aber gut. Da haben wir einen Schuh richtig gut gemacht. Macht in den Lauf von Götze und er hat viel Platz, nimmt ihn noch einmal mit. Perez, Cuisance, boah, das war schön gespielt und den muss Cuisance eigentlich auch unterbringen, ganz ehrlich. Am 16er Eck. Manchu mit der Flanke, die Areola locker abfängt. Es ist ein spannendes Spiel. Es geht munter hin und her. Konterchance jetzt für Monaco, Volland. Delgado setzt sich viel zu leicht durch gegen Götze. Also das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Da sind wir defensiv einfach zu inkonsequent. Zu grün hinter den Ohren. Ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber schaut euch mal das an, wie Götze hier die Orientierung verliert. Das ist da einfach null Gegenwehr. Und das kannst du nicht machen. Das kannst du gegen Monaco nicht machen, aber das kannst du eigentlich gegen niemanden machen. Also so zu verteidigen ist einfach viel zu wenig.
Volland schlecht gemacht, wie er liebte. Bergwijn. Bergwijn setzt sich durch. Aber dann können sie ihn am Abschluss hindern. Sehr schade. Ja, spannendes Spiel auf jeden Fall. Zwei Schüsse aufs Tor, beide drin. Richtig bitter. Und schon mit dem Seitenwechsel, Bergwijn und Getson auf rechts. Das macht Getson. Boah, der war richtig gefährlich. Was war da mit dem Torhüter los? Areola hat gerade ein bisschen gepennt. Und beide Konkurrenten, PSG und Stade Rennes, führen. Das ist jetzt für uns natürlich Worst Case gerade. Wir sind die klar bessere Mannschaft. Es ist einfach gerade echt Pech. Auch Lyon natürlich führt, die uns auf den Fersen sind. Also für uns könnte das eine katastrophale Runde werden, wenn wir jetzt nicht bald noch einen Gang zulegen. Auch Marseille führt, die sind auch Fünfter. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit. Die Frage ist, was müssen wir oder was können wir überhaupt ändern? Ich meine, im Endeffekt sind wir die bessere Mannschaft, die ja mit Pech im Rückstand ist. Man könnte eine Bamba für Bergwijn bringen, weil der jetzt schon müde ist, aber im Moment werde ich dabei bleiben. Ich werde noch nicht wechseln. Wir fehlen uns auch so ein bisschen die Alternativen. Ich meine, wir haben schon zwei, drei ganz brauchbare Spieler auf der Bank, aber ich glaube, dass jeder von denen, den ich da einwechseln würde, jetzt nicht unbedingt eine Verstärkung wäre. So ehrlich muss ich sein. Montes auf Bergwijn. Cousins rechts raus auf Getson. Getson auf Bergwijn. Perez. Und der geht an die Latte. Der hätte schon gut und gerne drinnen sein können. Cousins mit der 6,5. Ich glaube, da werde ich dann Gendouzi bringen. Auch wenn Moncho müde ist. Der war wichtig, der Pass von Getson. Cousins hat viel Platz. Schöner Seitenwechsel. Maolida. Im 1 gegen 1 gegen Volland stark gemacht. Der Pass war auch richtig gut. Bergwijn setzt sich durch. Areola mit einer richtig guten Parade. Schöne Offensivaktion wieder von unseren Jungs. Also wir haben schon noch die Chancen hier. PSG bereits 3:0 vorn. Und da hat Bergwijn was abgekriegt. Nicht nur abgekriegt, er ist auch verletzt. Das heißt, den müssen wir rausnehmen. Bergwijn und dann bringe ich auch Gendouzi. So, Areola mit dem Abschlag. Emerson gewinnt ihn. Aber Köpfchen zum Gegner Maolida. Versucht hier alles für den Ballgewinn und da haben wir ihn dann auch schlussendlich. Pass in die Tiefe war gut, Via Libre alleine gegen viele Verteidiger. Er versucht da einfach mal den Abschluss. Bei ihr heute mit einer 6,3. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so gesehen, aber in den Highlights selber war er nicht so tragisch. Via Libre gut gemacht, Maolida. Boah, da war der Verteidiger noch irgendwie dran. Gute Übersicht von Via Libre. Monchu. Bald läuft uns die Zeit aus. Jetzt sind wir schon in der 63. Minute. Maolida. Bamba per Kopf. Auch nicht schlecht. Wen haben wir noch auf der Bank? Alexandre. Der letzte Offensive. Und voll und macht's. Unverdient mitten ins Herz 1:3. Das ist so bitter. Hier sehen wir Emerson bei Volland. Soweit eigentlich alles noch okay. Ja, Emerson macht einfach die falsche Bewegung. Orientiert sich da am falschen Gegenspieler. Gewertet bekommt es trotzdem irgendwie. Bei I kommt mir vor, Emerson noch immer mit der 6,8. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen
Komisch, gut. Alexandre werde ich jetzt, denke ich, auf die 10 bringen. Vor allem, weil Perez heute auch nicht wirklich gut funktioniert. Ich stelle Alexandre auf Attack. Brauchen da jetzt einfach noch ein bisschen mehr Offensivpower. Ja, also wenn wir das Ding hier verlieren, ganz ehrlich, ist das sowas von unverdient. Monchu, 80. Minute, der geht drüber. Montes Kopfball war das. Und die Jungs sind zum Teil richtig müde. Also Maolida und Monchu werden dann unter der Woche gegen Nantes wohl eine Pause bekommen. Ja, Bailly werde ich auf jeden Fall auch kritisieren nach dem Spiel. Guendouzi hat auch nur eine 6,4. Aber Bailly ist schon eigentlich über die ganze Partie über schwach gewesen. Den müssen wir auf jeden Fall kritisieren für diese Leistung. Aber grundsätzlich muss ich da sowieso quer durch die Bank kritisieren. Das war einfach eindeutig zu wenig. Auch wenn wir im Endeffekt unverdient hier verlieren, du darfst so nicht verteidigen. Also das waren drei absolut vermeidbare Tore. Bergwijn, boah, bis zu 3 Wochen. Ist das bitter. So, ich lade noch schnell den Skin neu, damit wir die Nugent Faces drin haben. Ja, richtig, richtig bitter. Jetzt müssen wir gegen Nantes eine Antwort finden und wieder die 3 Punkte einfahren. Schauen wir mal, wer uns dabei helfen wird, ob vielleicht ein Arezzo auch wieder in den Kader zurückkehren wird. Das könnte ich mir eigentlich vorstellen, jetzt schon langsam, dass man ihn dann zumindest mal in der 75. einwechselt oder so, um ihn einfach wieder ranzubringen. Weil er braucht natürlich die Spielpraxis. Aber das schauen wir uns dann gleich an. So. Naja. Aber eine sehr, sehr gute Phase. Letzte Niederlage war im August, PSG. 3 Monate her. Nun gut, kann passieren. Wir haben jetzt eigentlich allesamt lösbare Gegner bis zur Winterpause, die ja nur sehr, sehr kurz ist. Aber da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir da keine Punkte liegen lassen. Gegen Monaco auswärts kannst du verlieren. Das ist jetzt nichts, was wirklich tragisch ist. Hier sehen wir, dass wir eigentlich auch ja, auf Augenhöhe waren. Beziehungsweise hier eben auch vom Expected Goals her die besseren Werte her, die bessere Mannschaft waren. Naja, so ist es nun mal. Transferfenster öffnet dann auch schon in einem Monat. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Positionen wir uns dann verstärken sollen. Und hier sehen wir, wie das der FC Nantes angehen wird. Das heißt, 5-4-1-System. Ich glaube, die Marschrichtung ist klar. Die wollen auf jeden Fall einfach nur schauen, dass sie so lange wie möglich kein Gegentor kassieren, um dann vielleicht einen Punkt mitzunehmen oder ja, über Konter ihr Glück versuchen werden. Das heißt, da müssen wir dann irgendwie schauen, dass wir Lösungen finden. Danach haben wir wieder eine englische Woche durch die Champions League. Also das wird schon sehr anstrengend. Dementsprechend mache ich jetzt den Berger zum Beispiel auch nicht verfügbar. So, Shanghai möchte Gedson Fernandes verpflichten. 24 Millionen sind sie bereit abzugeben. 21,5 ist er wert. Brauchen wir nicht mal diskutieren. So, Youth League. Weiß gar nicht, wie es da im Moment steht bei unseren Jungs. Wieso ist eigentlich Youth League in der Woche und nicht in der? Ist auch schräg. Normalerweise ist die ja immer zeitgleich mit der richtigen Champions League. Na gut, schauen wir mal, was hier noch in Scoutings her so passiert. Nichts Aufregendes. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, mit welchem Kader wir gegen den FC Nantes spielen werden. Also Bailly, ist, den wollte ich noch kritisieren. Den werden wir auf jeden Fall jetzt raus rotieren. Nächstes Mal wird es besser. So ein 3 zu 3, wir sehen, dass wir
nicht sonderlich gut abgeschnitten haben in der Youth League. Das heißt, damit sind wir raus. Eindeutig natürlich. Aber gut, nicht so tragisch. Die talentiertesten Spieler haben wir sowieso nicht in der U19, sondern verliehen oder in der ersten Mannschaft. Also keine große Priorität. Deswegen ist das, glaube ich, verkraftbar. So, Fitness-Tests. Arezzo maximal 45 Minuten. Aber mal schauen. Spielbelastung ist zum Teil bei einigen sehr, sehr hoch. Valerie, lass mal rechts hinten spielen. Dann Rodier haben wir sowieso gesagt für Bailly. So, zentrales Mittelfeld, da sind einfach alle müde. Guendouzi und dann möchte ich auch den Diallo spielen lassen. Dann rechts außen muss dann mehr oder weniger Bamba ran. Links außen wird Vidal spielen. Ist auch nicht optimal natürlich, aber diese Rotation muss jetzt nun mal sein. Via Libre lasse ich drin, aber dafür kommt halt Arezzo wieder mit. Bayo kann man auch theoretisch schon wieder mitnehmen. So. Jetzt haben wir den Monchu noch dabei. Ja gut, der muss das aushalten. Rousseau, Fernandes ist auch ein bisschen müde. Aber ich glaube, so werden wir es gegen Nantes angehen. Ich hoffe, dass wir stark genug sind. Dass wir da jetzt nicht irgendwie ja, in eine kleine Abwärtsspirale wegen dem einen negativen Ergebnis geraten. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass man da... Ja, wir haben einfach das Problem, dass die jetzt natürlich das Ganze extrem defensiv angehen werden. Das heißt, je länger das Spiel dauert und je länger es 0:0 steht, desto schwieriger wird es dann für uns. Dementsprechend umso wichtiger, früh dieses Führungstor irgendwie zu erzielen. Mit solchen Missverständnissen zwischen Guendouzi und Perez wird es natürlich schwierig. Kevin Vogt haben die in der Innenverteidigung. Vallejo haben sie auch. Krychowiak. Schon eine nicht so schlechte Innenverteidigung. Wir sehen, dass wir bisher die ersten 15 Minuten noch keine richtige oder wirklich gute Chance rausspielen konnten. Vielleicht jetzt 18. Minute. Guendouzi, Diallo, Perez. Perez nimmt Fahrt auf, ist komplett allein, wird getackelt und der Ball ist weg. Er holt ihn sich aber wieder. Vidal auf links außen. Emerson, Guendouzi, ja, schwierig, da wieder der Pass zurück. Rodier links raus, Emerson auf Vidal. Vidal setzt sich durch gegen zwei und Perez versucht es einfach mal, warum nicht? Kann man auf jeden Fall mal probieren, vor allem als Perez ja auch gut kann. Das kann auch durchaus ein Mittel sein, um eben so eine Fünferkette dann mal zu knacken. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist, dass wir das Spiel noch breiter machen, dass wir vielleicht die noch ein bisschen weiter auseinanderziehen, um da in der Mitte noch ein paar Räume mehr zu schaffen. Guendouzi und Vidal per Kopf. Maolida hätte ihn wahrscheinlich gemacht. Aber naja. Vidal auf jeden Fall schon mal sehr auffällig hier in den ersten Minuten. Aber jetzt sehen wir den FC Nantes in der Offensive. Ich hoffe, dass es jetzt einfach ein Konter für uns wird. Irgendwie glaube ich, das wird eine Chance für den FC Nantes. Indica setzt sich links gegen Valerie durch. Und Lafont mit einer richtig guten Parade. Das war kein Abseits. Also mit ein bisschen Pech bist du da schon im Rückstand. Auch der nicht ungefährlich. Damit rutschen wir sogar aktuell auf Platz 4 ab, weil Lyon führt. Ihr Libre hat da, glaube ich, einfach nicht die Präsenz, um sich da wirklich gut durchzusetzen im Zentrum. Da wäre ein Bayo jetzt, glaube ich, nicht schlecht für so ein Spiel. Einfach einer, der körperlich was mitbringt, um da sich gegen die Innenverteidiger durchsetzen zu können. Eieiei. So, 44. Perez mit der Ecke. Die ist gut von Via Libre. Guter Kopfball, die Parade war auch. Und Rodier. Boah, an die Oberkante der Latte. Richtig gute Doppelchance. Standardsituation natürlich auch eine Waffe.
und eine Möglichkeit. Wobei die drei Innenverteidiger haben dementsprechend vielleicht auch kleiner Vorteil in der Luft. Valerie. Perez. Und da ist es passiert. Ganz, ganz wichtig. In der 45. Minute haben wir es dann also doch noch geschafft, diesen Abwehrriegel zu knacken. Wichtige Führung. Und damit müssen die dann vielleicht in der zweiten Halbzeit, vielleicht noch nicht von Beginn weg, aber sie müssen auf jeden Fall bald mal selber offensiv aktiver werden. Und das könnte dann für uns natürlich Räume eröffnen, vor allem dann auch Kontersituationen und so weiter. Also ganz, ganz wichtig, bloß nicht selbstzufrieden werden. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Valerie hat ihn, kein Problem. Hätte man natürlich auch ein bisschen ruhiger lösen können. Aber das Wichtigste ist, dass er verteidigt hat. Bamba ist einer, der so ein bisschen angezählt ist bei mir. Also hat natürlich auf jeden Fall seine Stammleibe an Bergwijn verloren. Aber auch so, muss ich sagen, bin ich mit den Leistungen, wenn ich ihn einwechsel, nicht so wirklich zufrieden. Da war er im letzten Jahr stärker. Also das könnte durchaus einer sein, wo man in der nächsten Saison oder in der Winterpause Verstärkung holen, beziehungsweise eigentlich die Frage, ob es notwendig ist, weil wir haben ja Alain Colas verpflichtet, einen jungen Franzosen, der im Sommer dann fix zu uns wechseln wird, der ist ja momentan zurückgeliehen. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit. So. Ich glaube, ich bringe dann den Mittelstädt links außen, weil Vidal, boah, sehr gut von Perez, Vidal müder wird und jetzt auch im Endeffekt dann keine großen Akzente setzen konnte. 6,7er Note ist nicht überragend. Da können wir durchaus den Mittelstädt bringen. Der kann da auf jeden Fall ein bisschen Power mitbringen. Dann bringe ich jetzt auch Matthias Arezzo, sein Comeback nach Verletzungspause. Und ja, Arezzo mit dem Freistoß. Oh, das wäre zu schön gewesen jetzt. Schade drum. Emerson mit einer Verwarnung. Alexandre können wir noch einbringen. Aber ich warte mit dem letzten Wechsel noch ein bisschen. Die Verlängerung dann. Also Nachspielzeit bin ich. Sehr gut gemacht, Mittelstädt. Ach, schade. Hätte ich ihm sehr gegönnt. So, Perez ist jetzt auch noch müde. Da bringen wir jetzt den Juan Alexandre. Und dann werde ich noch die defensiveren Taktiken oder Anweisungen hier einstellen, die wir sonst ja auch immer machen. Und dann hoffe ich, überstehen wir die Nachspielzeit ohne Probleme. 90. Minute, Emerson hat ihn. Guendouzi wird unter Druck gesetzt, kann sich befreien. Kein guter Pass von Emerson. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht bestraft wird. Rodier blockt ihn und das war ganz, ganz wichtig. Sadren anscheinend gerade noch im Rückstand. Also Valerie macht es auch sehr, sehr locker. Wenn der da zum Abschluss kommt, dann steht es wahrscheinlich 1-1. 92. Valerie hat Platz. Bamba. Arezzo. Und aufpassen auf die Kontersituation zurück, Jungs. Guendouzi mit einem super Tackling, das aber genau beim Gegner landet. Emerson kann den blocken. Jetzt gibt es nochmal die... Was soll ich denn sagen hier? Jetzt gibt es nochmal die Ecke. Ich fordere nochmal mehr von den Jungs. Wow, das hat funktioniert. Montes klärt. Mittelstädt hat ihn. Das kann jetzt natürlich Zeit bringen. Und der hat die sehr, sehr gut Einwurf rausgeholt.
Ja, perfekt. Wir haben die 3 Punkte geholt. Es war eigentlich genau das Spiel, so wie ich es erwartet habe. Das heißt, ja, Abwehrreihe, die eigentlich nichts anderes versucht, als unser Spiel zu zerstören. Zum Glück haben wir es einmal geschafft, durchzukommen und dann verdient die 3 Punkte geholt. Solche Partien sind immer extrem unangenehm. Das siehst du auch in echt, also im richtigen Fußball immer wieder. Dementsprechend bin ich froh, dass es geklappt hat und dass wir zugleich auch ja, auf Startrennen wieder aufholen konnten. PSG natürlich sowieso wieder gewonnen. Lyon hat gewonnen. Marseille hat gewonnen. Das heißt, zumindest auf Startrennen haben wir wieder Boden gut gemacht. Die haben 9 Auswärtsspiele ohne Folge bisher. Schön, dass der für Verhandlungen zur Verfügung steht, aber der hat nichts zum Sagen. Leicester und Napoli anscheinend an Lafont dran. Perez begeistert. Den muss ich kurz loben. Für sein letztes Spiel. Und das war, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. So. Das sind jetzt also diese Vertragssituationen. Leon Simon soll mir auf jeden Fall ein Angebot machen, weil der sehr viel Potenzial hat. Momentan an den KSC verliehen, wo es nicht so wirklich gut läuft bei ihm. Jo. Lass mal die 10% drin. Toni Oberle. Kann man auch ein Angebot machen, wenn er nicht zu teuer wird. 148.000 verdient er jetzt schon. Gut, wenn er nicht verlängern will. Zwinge ich ihn im Moment jetzt mal nicht. Dann haben wir ihn hier. Varastin momentan. An Varastin verliehen. Ist schon einer, den ich durchaus behalten würde, wenn es finanziell auch passt. Ja. Dann Gigliotti, muss ich sagen. Nicht so wirklich überzeugend. Jordan Pinto ist der nächste Außenverteidiger. Der gefällt mir eigentlich von den Fähigkeiten her besser. Spielt momentan auch in der zweiten Liga Stammspieler. Verdient 148.000 im Moment. 206. Das ist ja nicht wert. Schauen wir mal, wenn ich das so hinkriege. Ja. Wir haben das Geld, also können wir das durchaus machen. Da haben wir Diallo, Innenverteidiger, körperlich richtig gut, technisch schon solide. Momentan nach Portugal verliehen, kann man, denke ich, auch verlängern. Wenn wir da halt wieder ein bisschen hinkommen. Jo, den Rest lasse ich mal. Transfer-Meeting machen wir auch noch schnell in dem Part. Flügelspieler sollten wir uns links und rechts verbessern. Links bin ich nicht der Meinung. Zentrales Mittelfeld bin ich auch nicht der Meinung. Innenverteidigung eigentlich auch nicht. Sonstiges hören wir uns gerne an. Aber jo, hier scouten wir mal. Es könnten ganz gute Talente sein. Wanderson ist mir ehrlich gesagt zu alt mit seinen 30 Jahren. Vertrag läuft bald aus. Julian Alvarez von River Plate. Jo, Garnet Plate würde ich sagen. Den schauen wir uns an. Moussa Dembélé finde ich halt super spannend. Bei Inter Mailand, auch zur Transferliste. Das ist halt schon so einer, den ich irgendwie ganz cool finden würde, weil er halt auch Franzose ist. Eventuell statt Villalibre als Ersatzstürmer, aber der wird sich nicht bei uns auf die Bank setzen. Aber ich tue ihn mal auf die Auswahlliste. Lucas Paqueta, auch sehr spannend. Und dann den Rest werden wir hauptsächlich durchscouten. Ja, Matschlik. Ja, ganz cooler Keeper eigentlich. 35 Jahre alt, das wäre halt wieder so einer, den es dann holt, statt Lloris als dritten Keeper. Das scouten wir ihn halt mal. Gut. Dann schauen wir jetzt noch, dass wir gegen Startrennen vielleicht die Aufstellung noch machen. Jetzt bin ich gerade noch im Flow. Und dann werde ich, glaube ich, schlafen gehen. Bin richtig, richtig müde schon. Ich muss gerade ein paar Folgen vorproduzieren, weil ich jetzt die nächsten Tage gar keine Zeit habe und das Wochenende überhaupt nicht da bin. Da
kann es dann schon mal länger werden. Aber das ist ja das, sobald du mal anfängst, FM zu zocken, willst du eh überhaupt nicht aufhören. Genosie, Lebensmittelvergiftung. Das ist die Froschschenkel nicht ganz durchgebraten. Na, Lebensmittelvergiftung ist echt was Ungutes. Also hoffentlich wird er bald wieder fitter, weil das ist halt auch einer, den ich unbedingt brauche, gerade im zentralen Mittelfeld, um gut rotieren zu können. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass wir da drei Spieler haben, die eigentlich, kann man sagen, gleich stark sind und dazu dahinter noch einen Diallo, der auch ganz gut ist. Youth Intake. Schauen wir mal, wie der dann wird. Dementsprechend Guendouzi natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, auch wenn er momentan von den Leistungen her noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Cuisance wird halt für ihn reinrücken. Beziehungsweise Monchu vielleicht, schauen wir mal. Auslastung ist bei vielen Spielern hoch. Rousseau wird wieder mal spielen mit dem erfahrenen Bailly. Ich hoffe, dass der heute ein besseres Spiel darbietet. Dann werden wir links mal wieder Mittelstadt spielen lassen, um Amazon zu entlasten. Ja, und hier müssen wir dann natürlich auch schauen. Das heißt, Maolida auf links. Rechts, wie lange fällt ein Bergwein noch aus? Bis zu 2 Wochen. Halt auch bitter. Bamba. Ja, wird derweil noch spielen müssen wahrscheinlich. Wen können wir von unten noch mitnehmen? Michaelis können wir mitnehmen. Und dann wird schwierig. Weil dann haben wir da unten nur noch 2 Stürmer. Den jungen Berger und Bejo. Bei Villalibre ist schon langsam auch kritisch. Aber mit Arezzo maximal 45 Minuten kommen und nicht so wirklich durch. Könnten theoretisch Bejo spielen lassen und mit Arezzo einfach wechseln, dass da jeweils immer nur einer eine Halbzeit spielt. Würde ich mit Arezzo beginnen und den dann rausnehmen. Ist nicht optimal, ich weiß. Aber ich denke, die beste Lösung soweit. Gut, wir schauen dann, wie es im nächsten Part läuft. Da haben wir Stade Rem und Dinamo Zagreb. Letztes Champions-League-Spiel in der Gruppenphase. Wir sind schon fix Gruppensieger, da können wir dann auch ein bisschen rotieren. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.